Ja, die haben halt relativ, sind die beschäftigt und antworten demnach auch nicht. Wir Ja. müssen halt Geduld haben oder ohne die anfangen. Ist Tja. halt so eine Sache, was man tut. Aber auf jeden Fall auf Livestream hätte ich schon Bock. Da ist natürlich auch wieder das Problem hier. Du hast ja ein eigenes Zimmer. Ja, schon. Ich nicht. Braucht Das man da heißt, Webcam? Wäre ja schon irgendwie chilliger, oder? du musst Facecam nicht anmachen. Also Na, ich aber wenn finde es alle es haben. gut. Bei Curfew oder so ist es jetzt nicht Ja, aber bei so irgendwelchen, keine Ahnung, anderem Zeugs. Wäre eigentlich auch mal eine Idee Survival wert. oder so, ja. Da können wir mal irgendwie einen schönen, chilligen Tag machen, wo wir halt auch so eine ganze Nacht einfach. Muss deine Schwester zu einer Freundin schicken oder sowas? Die ganze Nacht wird sowieso nicht hinhauen. Mein Vater kappt mir das Internet sonst. Der ist da eigen, wenn es um sowas geht. Ja, bei Oh, mir. die Nacht kommt und ich habe 2 Stacks Holz, aber sonst nichts. Geil. Bei mir ist es relativ egal, Gott sei Dank, weil Ja, du mein. kannst ja die Tür zumachen. Ja, und an mein Zimmer grenzt nur unser kleines Klo an, wo keiner drauf geht, außer ich, weil wir haben ein Klo und ein Badezimmer. Und ja, da geht keiner drauf. Und noch an mein Zimmer grenzt an das von meiner Schwester. Und der ist es egal. Die ist wahrscheinlich dann eh nicht da. Irgendwo bei ihrem Freund oder so. Und dann kommt erst das Schlafzimmer meiner Eltern. Das heißt, passt von der Lautstärke, die hören alles nix und ja. Ja, sagen wir so, wenn ich einen Tag aussuche, wo mein Vater sowieso Nachtschicht hat, also nachts nicht da ist, meine Schwester wird halt das Problem. Also ja, irgendwo muss die halt pennen und wenn die halt gerade nicht übernachtet, ist halt ein bisschen schwierig. Dann geht's ins Wohnzimmer. Ja gut, man muss halt da mit ihr reden und so weiter, Ja, also dann aber musst du das irgendwie halt kriegen wir das schauen, schon dass das hin. passt. Ja, das Sagen wir wäre. eine ganze Nacht. Gott, Nein. jetzt vielleicht auch, Ja, für den ja. Anfang ist es auch ein bisschen viel, aber so, ja, keine Ahnung. Machen wir mal einfach, Paar Stunden oder wir so fangen halt. einfach an und gucken, wie es läuft. Und wenn halt dann so und so viele Zuschauer da sind oder auch nicht, dann heißt es halt, okay, dann hören wir auf oder so. Wir können es ja spontan machen. Eben. So ist ja nicht. Das jetzt nicht das größte Problem, glaube ich. Ja, wir suchen uns einfach halt irgendwie was aus, wo es halbwegs passt. Und dann können wir immer noch sagen, gut, okay, jetzt machen wir Schluss oder nicht oder was weiß ich. Genau. Ja. Aber ich hätte schon an sich extrem Lust drauf. Ja, ich irgendwie auch das Fair mal, das habe ich ja auch noch nie gemacht. Weil von wegen Haha. Internetleitung, mein Vater ist so, der braucht eigentlich gar kein schnelles Internet, aber ihn regt es, ich habe ein Schaf in mein Haus eingebaut. Ich habe mich bloß einmal Und zu ich habe viel ein umgedreht. Drehkreuz auf dem Berg außerhalb des vom Park gebaut. Das bleibt da stehen. So. Erinnerung, Andenken. Super schön. Ich habe schon zwei Restaurants. In so einem Mini-Park. Mehr baue ich nicht hin. Das reicht. Gib mich Richtig. nicht, Steuer! Hey, ich habe sogar Geld verdient. Ich mach mal auf Schnelldurchlauf, damit ich etwas Geld verdiene. Fahren die auch schon mit brav mit der Bahn? Ob kann ich dir nicht 24 sagen. Personen auf Bahn. Wie viel stehen an? Oh, ich muss jetzt noch so komische Schilder hinmachen. Ich baue mich hier gerade ein mit so einem Assi-Haus und habe noch nicht mal die Monster an. Ich brauche einen Namen für eine Hängeachterbahn. Triton. Sie ist rot. Triton? Triton. Triton? Ja, das kam jetzt als allererstes Dann nehmen wir das in doch dem Sinn natürlich. Nachschnitzel. Nehmen wir Triton. T-I-R. Nee, T-R-I-T-O-N. Alles klar. Dann heißt das Ding jetzt Triton. 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 Juhu. Triton like an animal. Da, 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 da. So. Weißt du eigentlich, dass die Leute nach dir gefragt haben? Ich habe nur bei den, oh mein Gott, ich habe nur bei den ersten, also die ersten 2 Parts habe ich noch angeguckt, wo ich mitkommentiert hatte, ich gesagt, oh Gott, Mädchen, was laberst du, halt die Fresse. Ich mobb mich immer selber. Ja, merke ich schon. Das habe ich bei diesem Commentary von Plants vs. Zombies gemacht. Da musste ich mir mein eigenes Gameplay reinziehen. Das war so hässlich. Das kenne ich. Ich habe mich einfach so fett selber gemobbt. Das. Das kann ich irgendwie am besten, so Selbstkritik ins Humor-Ding und Ja. so. Ich bin ziemlich selbstkritisch. Ich bin auch Ist. mit mir selber nicht zufrieden. Also, Ja, was ich auch so. nicht. So ist aber auch gut. So soll es ja sein. Besser Ja. als total Genau. über von sich. Und da habe ich ein paar Kommentare gelesen und ich glaube auch ab und zu sogar geantwortet. Ja, doch. Stimmt. Kommentare, die Objekte bei Eis 1 sind zu billig. Ja, warum freut es die Aber Leute nicht? finde ich cool.
Ja, ist doch schön. Und ich zu zweit ist auch cooler. Ich kann mich ein bisschen aufs Bauen konzentrieren, wenn du am Reden bist. Oder auf jeden Fall ist es einfacher, weil man dann nicht die ganze Zeit reden muss irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Ich mag es ja selber, wenn man kann halt immer was antworten oder irgendwas, wenn man halt alleine spielt. Man muss halt einfach komplett irgendwie das Let's Play füllen. Und irgendwann mal gibt das Spiel alleine ja nichts mehr her. Ich meine, wenn ich neu in Minecraft bin, kann ich über jeden Stein lästern. Aber nach der 100. Aufnahme geht es halt eben nicht mehr, weil es langweilig wird. Und Ja. das ist halt so, irgendwann mal geht's aus. 4-2 sagen auch alle, oh, das wird so geil und sonst irgendwas. Leute, es sind zwei Parts draußen. Ich kann nicht immer überall mal lästern oder über meine Flinte, was ich da in der Hand habe, was auch immer. Shotgun oder was weiß ich. Tja, Das aber dich gruseln kannst geht du. halt nicht immer. Irgendwann wird's langweilig. Dich gruseln kannst du dabei. Oh, ich scheiß mir so in die Hose mit dem verdammten Spiel. Ich hasse es. Ich hasse es, aber es ist irgendwie gut. Ja klar, Gruselspiele sind irgendwie lustig, aber irgendwie auch voll gruselig. Das Beste ist, wenn ich natürlich Let's Plays, irgendwie so Horror-Let's Plays, ich lache die Leute so aus. Ah, du Noob, du Idiot, das ist ja Das ist ja billig, gar du nicht gruselig. sonst was. Und dann schrecke ich mich so zu Tode, Der obwohl eigentlich nichts ist. Das ist einfach göttlich. Ich Boah, lache mir da wollen wir selbst den mal. Arsch ab. Ich lache mir da selbst den Arsch ab. Tja, wollen wir mal ein bisschen drüber reden, was wir demnächst noch so zocken oder vorhaben oder so. Hast du da schon Pläne? Ja, also ich für mich persönlich bin ja auf der Suche nach einem Zweitprojekt. Das, Ja. aber egal wie und wo ich frage, es will einfach keine Antworten. Gut, ein paar Antworten, aber ja gut, aber die paar Sachen bringen mir halt einfach nichts. Aber so Together-mäßig ist immer noch Minecraft Hunger Games geplant. Dann deine Idee da mit diesem. Ja. Aber das ist jetzt schlecht. Dafür brauchen wir zu viel Zeit, glaube ich. Ja, natürlich. Das kann man irgendwann mal wieder machen. Aber Und irgendwie, dass wir sonst? mal mit der Planung und einem Termin fertig haben, bis vielleicht zu den nächsten Ferien oder so, dass da jeder weiß, okay, da ist dann wirklich, weil bis jetzt sind wir noch in der Ja. Planung, dass alles Und klappt. ich würde es dann auch irgendwie in Seasons unterteilen, dass man dann halt Natürlich. dass in den Ferien das halt schön kommt, jeden Tag vielleicht, wenn man es hinkriegt. Oder alle 2 Tage oder so. Und ja, dann, dass man halt dann nach den Ferien sagen kann, ja, jetzt ist wieder Stopp, jetzt müssen wir für die Schule erlernen. So, meine ich. Ja, genau, da jede Woche eins und dann bis zu den nächsten Ferien. Das sind ja immer so 6 Wochen dazwischen. Ja. Also bei mir zumindest, ich habe ja mehr Ferien als manch anderer. Ich weiß nicht, wie es Ich in habe Bayern auch ist. viele Ferien. Ja, In und Bayern gibt's dann, viel. naja, in Hessen oder so haben sie zum Beispiel keine Pfingst- und Ja, Faschingsferien. das Das hat ist man aber hier. ärgerlich. Und irgendwas ist auch kein Feiertag und so. Also wir haben schon ganz gut. Ja, aber dafür haben die zum Beispiel jetzt immer noch 1 Woche Ferien. Ja, das stimmt natürlich. Gut, bringt denen trotzdem nichts, weil im Endeffekt haben wir trotzdem 2 Wochen mehr. Ja. Weil die Pfingstferien gehen ja 2 Wochen. Ja, und da keine Fehler, das ist viel zu lang am Da fällt mir gerade ein, in den Pfingstferien bin ich gar nicht da, zumindest 1 Woche lang nicht. Ich weiß nicht, ob das noch in der Schulzeit drin ist, aber da bin ich in Kroatien, So. weil wegen hier Kroatisch AG in der Schule und so. Ich lerne ja Kroatisch. Du lernst Kroatisch. Ja. Nicht schlecht. Ich kann ja Ja, schon und fast halb Japanisch vom Anime schauen von Conan. du, das kann ich auch. Ich kann ganze Sätze bilden. Bild mal ein. Was willst du denn haben? Okay, das frage ich lieber Ja, nicht, genau. weil ich das eh nicht kann. Sag Hallo mal. Mutter, es ist dir frei zu sprechen, es landet aber auf YouTube, sei dir dessen bewusst. Oh Gott, ich gebe die Chance, berühmt zu werden. Was macht sie? Oh mein Gott, schade. Es Tja. ist schade. Bitte einfach. Was war jetzt nochmal die Frage? Japanisch sollst du reden. Okay, dann nehme ich den oder den? Bisschen was kann ich auch. Frag mich, sag einen Satz und dann sage ich dir, was das heißt, wenn ich das kann. Okay, Watashi no baka des. Keine Ahnung. Ich bin ein Idiot. Oh, ich kann Backer, heißt doch Idiot, oder? Genau. Ha. Ja. Und was gibt's noch? Tante, weiß ich noch.
Frag mich nicht mit Vokabeln. Vokabeln kann ich sehr, 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 sehr viele. Ich kann dir aber sagen, wie es heißt, mein Name ist bla bla bla. Ja. Watashi no namae wa Tami desu. Nicht schlecht. Oh ja. Was heißt das? Das ist so dieses Ist es nicht Bin immer. oder Sein. Warte mal, ich habe hier einen ganzen. Ach so. Ich Ich finde die habe hier. Sprache irgendwie voll chillig. Aber es ist ätzend, wenn man bei den Rätseln nie miträtseln kann, weil man die komischen Schriftzeichen alle nicht kann. Teilweise kann ich sie zumindest dieses vereinfachte Alphabet kann ich fast komplett. Allerdings, wenn es dann da geht an diese ersten 1000 Schriftzeichen, die dann heißen, was weiß ich, da bin ich dann dezent raus. Aber ich kann auch so Grundsachen lesen wie Verben oder so. Boah, ich würde es auch entgehen können. Wie kannst du das? Du, ich nehme mir da einfach das Internet vor und da gibt es eine gute Seite und das erklärt es voll gut. Und die Und dann heißt? Japanisch erfahren oder so. Und da wird es gut erklärt, ganz von vorne, ganz gechillt und da lernt man das eigentlich so beiläufig her. Und Chillig, dann muss ich liest mal du halt machen. so Videos vor und Haha. dann, ja, ich habe jetzt hier die komplette Grammatik einfach vor mir. Ist eigentlich voll die interessante Sprache, finde ich, auch wenn sie, Alle sagen, das klingt immer voll brutal und Japanisch ist keine schöne Sprache. Ich Ich finde ich mag es gar nicht. Ich irgendwie. auch, ich finde es Ich cool. höre super gerne. Das ist lustig. Früher habe ich immer so gedacht, oh Gott, was davon ist ein Wort und was ein Ja. Satz und was ist. Und dann tut man sich ein bisschen damit auseinandersetzen und es ist total leicht. Muss ich auch mal tun. Ja, genau. Hat mich Also schon immer interessiert irgendwie. dieses Des ist praktisch dieses Sein. Und dann sind halt grammatische Dinger da dabei. Oh, gucke mal. Was denn? Hier, ich habe hier die Regeln rausgeschrieben und da fällt mir mal so ein bisschen wieder was ein. Ich bin übrigens so weit stehen geblieben bei Lektion 2. Ich habe dann zu voll, die Vokabeln zu lernen. Aber die Vokabeln brauche ich für die nächste Lektion. Da musst du mir mal den Link schicken. Das mache ich auf jeden Fall. Weil es ist ätzend, wenn man beim Gucken immer auf die Untertitel schauen muss und nicht aufs Bild. Ja gut, so weit bist du sowieso lange noch nicht, dass du Nein, es nicht klar. checkst, aber Das vor allem diese, ist auch zu kompliziert. die haben da auch so einen komischen Akzent dann drauf, wo du dann denkst, hä, Ja, was? wo man sich denkt, oh Gott, ich habe ja eigentlich gelernt, warum kann ich das nicht? Ja genau, und das, was du lernst, ist ja die vereinfachte Version und so weiter. Und Gott, das wird ja noch später noch voll kompliziert. Ich habe immer aus der Bücherei so was ausging, so heilige Scheiße, das ist ja noch schwieriger als Kroatisch und da muss man schon wegen jedem Scheiß anpassen. Die Ich Verben bin und schon mit Pronomen. Englisch überfordert eigentlich. Tobi, herzlichen Glückwunsch, du bist der Erste, der das mir sagt. Oh mein Gott, wie geil. Ich weiß nicht, warum ich mich ausgerechnet für Sprachen, also ich interessiere mich nicht für Sprachen, aber warum ausgerechnet Japanisch so cool ist. Ja, aber irgendwie macht dir das voll Spaß, Englisch so voll leicht, kriegst nichts auf die Reihe, das ist voll schwer, kriegst alles auf die Reihe. Ja, das wäre cool. So, ich komme hoch. So, meine Achterbahn, da schlagen sich die Besucher die Füße an den Bäumen an. Ich hoffe, das macht nichts. Würde Stein dich das am stören? Bett. Nicht, nein, um Gottes Gut, Willen. dann lasse ich das. Moment kurz, meine Geschwister möchten gerne ein Geodreieck. Ich weiß nicht, wo meins ist. Ich habe gedacht, im Mäppchen. Ah, hier ist es. Guck mal. So, bist noch da? Ach, du suchst Geodreieck. Ich pflanze ja so lange einfach ein paar schöne Bäume. So, Mann, jetzt kann ich allein über Japan diskutieren. Auch nicht schlecht. Leute, was sagt ihr dazu? Wie findet ihr Japanisch? Oder andere Sprachen? Wie gesagt, Englisch ist für mich nix Tolles. Was ist jetzt los? Oh Gott, jetzt ist das Spiel irgendwie, warte, ich muss mal neu starten. So, irgendwie, bin ich gerade auf den Desktop gekommen. So,
Boah, ich glaube, sie ist gar nicht mehr in Skype. Ich würde sagen, das war's jetzt erstmal mit Dings. Sollte erstmal reichen. Wir haben hier schon weitergebaut. Der Park füllt sich, der ist eh bald fertig. Ein paar Folgen noch und dann sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich speichere noch schnell. So, gut. Okay. Dann, tschüss.